Ach, endlich mal wieder eine schöne alte VHS mit einer schönen alten Zeichentrickserien anschauen. Captain Planet, unterwegs. Oh, geil, Spielzeugwerbung. Gefahr! Der Schlammkopter greift an. Planetenteam, vereint eure Kräfte. Helft Captain Planet gegen die skrupellosen Umweltschuppen. Los, Captain, stopp den Umweltangriff. Wir schaffen es. Hurra! Captain Planet. Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute fängt es an, ihr habt es euch teilweise sehnlichst dabei gewünscht, meine Sammlungs-Overview meiner alten Zeichentrickserien der 80er und 90er Jahre. Ich muss aufpassen, dass ich ein bestimmtes Wort in diesem Video nicht benutze, nicht, dass es dem YouTube-Algorithmus zum Opfer fällt und hier irgendwie die Kommentare ausgeschaltet werden beim Video. Also alle Zeichentrickserien, die ich früher geschaut habe zu meiner Kindergarten- und Grundschulzeit und ein bisschen drüber hinaus. Und ich habe mir gedacht, mit was fängst du am besten an? Deswegen habt ihr es sicherlich schon an der Einleitung gesehen. Ich habe mir gedacht, ich fange heute mit Videokassetten an und ich hoffe, dass da jetzt nicht das große Gestöhne anfängt bei euch vorm Bildschirm. Warum fängt er nicht mit DVDs an? Warum fängt er nicht mit Blu-rays an? Na, zum einen habe ich von den Videokassetten am wenigsten. Na, das kann ich gut jetzt hier in ein Video reinpacken. Zum anderen finde ich, dass auch wenn es von manchen Serien mittlerweile schon DVDs und sogar Blu-rays gibt, die Videokassetten wirklich sehr nostalgisch sind. Und vor allen Dingen, es gibt immer noch sehr, sehr, sehr viele Serien, die es damals auf diesen Videokassetten zu kaufen gab, die es mittlerweile, ja, die es bisher noch gar nicht in Deutschland als DVD zu kaufen gibt, auf Deutsch. Ne? Und wie ihr noch gesehen habt, manche Videokassetten hatten sogar noch so ein Original-Spielzeug, Werbetrailer, Werbeclip vor dem Programm noch drauf, was ich persönlich sehr, heutzutage sagt mehr abfeiere. Also ich finde das richtig klasse mit diesen Spielzeug-Werbeclips, die man sonst eigentlich nur auf YouTube noch findet. Und dementsprechend habe ich gesagt, fange ich an heute mit den Videokassetten und werde vielleicht zu dem einen oder anderen noch ein paar Worte natürlich verlieren. Und wir fangen direkt mal an mit den Dino Riders. In dieser Ausgabe kommt das Ganze von New World International mit fünfstelliger Postleitzahl. Mit den Folgen Die Rulons und Der Zeitsprung haben wir hier eine Doppel-Videokassette, Gott sei Dank mal, denn viele Videokassetten hatten eine lange, lange Zeit nur eine Episode drauf und ja, die Folgen gingen ja meistens so 20, 25 Minuten und dafür hat man halt schon ordentlich Cash blechen müssen damals. Gut, Gott sei Dank nicht wir, das haben unsere Eltern bezahlt oder die Verwandten, aber die waren halt schon richtig teuer damals. Ne? Hier haben wir noch diese Folge und die Folge hatte ich vorhin mal kurz im Player gehabt und hier hinten möchte ich mal kurz auf diesen Tyrannosaurus Rex hinweisen. Geiles Spielzeug. Ich hatte nie was von Dino Riders früher gehabt als Spielzeug. Es hat mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert. Ich glaube, die Serie hat auch nur 13 Episoden, glaube ich. Von Dino Riders hatte ich nie was. Aber der Tyrannosaurus Rex, der ist schon ein geiles Spielzeug, eine geile Actionfigur, muss man sagen. Ja, ich bin vom Thema abgekommen. Die Videokassette hatte ich vorhin mal kurz im Videoplayer gehabt und es hatte nicht das bekannte Intro gehabt, glaube ich. Es hatte so einen Übergang gehabt, wo Kinder in einem Museum sind, dann einer hört Geräusche im Nebenraum, geht rüber, sieht so zwei Skelette, anfangen sich zu bewegen und dann kam der Switch rüber zur Zeichentrickserie. Fand ich ganz interessant gemacht. Gewöhnungsbedürftig, aber war interessant gemacht. So, dann haben wir natürlich auch noch hier Folge 2. Auch nochmal hier hinten mit so einer Actionfigur-Abbildung. Wie immer zählt bei Videokassetten, wenn irgendeiner noch was hat daheim, was ich jetzt hier gleich nicht zeigen werde an Videokassetten und ich vielleicht auch Interesse noch im besten Fall dran habe, denn ich habe an den meisten Sachen Interesse, aber nicht an allem, könnt ihr mich gerne anschreiben. E-Mail findet ihr unter Kanalinfos. Ich bin da immer dran interessiert, vor allen Dingen so an Ring Raiders und sowas, was man mittlerweile eher selten auf eBay findet. Die habe ich noch, diese Dino Riders Videokassette. Und dann kommen wir zu den Astro Dinos.
Astrodinos. Da wollte ich eigentlich auch erst das Intro einblenden, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie werbeunfreundlich zu werden hier, weil ich irgendwelche Titelmusiken einspiele oder einblende. Die Astrodinos, ja, war jetzt nicht unbedingt was, was ich irgendwie großartig geschaut habe, ist jetzt auch nicht irgendwie was unbedingt, was ich als Kult abstempeln würde. Ich kann euch ehrlich gesagt auch gar nicht sagen. Copyright ist von 87, also muss es auch schon in den 80ern gelaufen sein. Ich kenne natürlich auch das Intro oder so, aber das war es dann auch. Also Astrodinos sind eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. Aber das Intro hat, wie gesagt, einen Ohrwurm. Da hatte ich schon mal an so eine Parodie gedacht, des Intro-Songs. Es gibt da so eine Discounter-Kette. Da gibt es so eine Art Chicken McNuggets in Dinosaurierform. Und das Ganze heißt da Knusperdinos. Und ich wollte schon so ein Parodie-Intro mal machen, so Knusperdinos. Ich habe es bis jetzt sein lassen. Aber es liegt so auf der Hand, es präsentiert sich so. So, dann hatten wir eben natürlich gesehen Captain Planet. Na, Captain Planet, bis dato nicht in Deutschland erhältlich. Australische Box habe ich in meiner Sammlung. Deswegen, habe ich hier diese 3-4 Kassetten. 3 sind es, glaube ich. Folge 1, Folge 2 und Folge 3 zeige ich euch jetzt. Na, ich glaube, das mit dem Reinstellen lasse ich. So einen langen Arm habe ich langsam nicht mehr. Gut, ich hab jetzt noch nicht gegoogelt, aber vielleicht weiß ja einer von euch Bescheid, ob es so eine Webseite gibt im Prinzip, wo man herausfinden kann, wie viel zum Beispiel Captain Planet Videokassetten gibt es auf dem Markt. Gut, vielleicht rein theoretisch könnt ihr es mal bei OFDB versuchen, ob da alles ausgelistet ist, aber im VHS-Bereich habe ich mich da ehrlich gesagt noch nicht schlau gemacht. Könnte ich vielleicht mal machen. Dann kommen wir zu der Police Academy. Und nein, wir sind ja hier bei der Zeichentrickserie Overview. Da muss natürlich die animierte Serie rein. Aus den Jahren 88, 89 dürften 2 Episoden, ja, da steht es ja auch, der Wilde Westen ruft Operation Ägypten. 2 Episoden sind hier drauf, ebenso auf Folge 6. Folge 2. Und Folge 1, das heißt, mir fehlen hier schon mal Folge 3 und Folge 4 auf jeden Fall auf Videokassette, zum Beispiel von der Police Academy. Die Serie war natürlich absoluter Klamauk, aber sie war jetzt nicht uninteressant. Also sie hat schon Spaß gemacht und es gab Actionfiguren, ich glaube von Kenner müsste es sein, glaube ich sein. Waren die von Kenner? Ich habe doch da hinten... Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich glaube, die waren von Kenner. Dann haben wir, wie gesagt, die Ring Raiders. Habe ich bisher leider nur eine Videokassette. Unser bester Mann ist eine Frau. Eine Episode leider nur drauf. Das Ganze kommt von Screen Entertainment Comic und Dyke. Die Ring Raiders Serie, eigentlich eine Zeichentrickserie, die, okay, gab es ja mehrere, die nur dazu da war, dieses Spielzeug zu bewerben im Prinzip. Wobei ich die Zeichentrickserie ehrlich gesagt noch besser fand als das Spielzeug an sich. Cooler Intro-Song. Ring Raiders. Also Intro-Song richtig cool. Auch auf dieser Hörspielkassette, da waren ja immer andere Intro-Songs drauf. Aber der auf der Hörspielkassette war trotzdem cool. So, jetzt vergesst Cobra Kai und vergesst die Karate Kid Filme. Es gibt nur eine wahre Serie über den Karate Kid. Und das Ganze kommt von Europa Video. Karate Kid, die Zeichentrickserie mit der Folge Kampf dem Jaguar. Laufzeitlänge 22 Minuten. Ja, was soll ich sagen? Wahrscheinlich eine der unbekanntesten Serien, die damals liefen. Also, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, wenn ich heutzutage einem sage, ey, es gibt von Karate Kid
eine Zeichentrickserie weiß eigentlich so gut wie kein Mensch, der sich nicht ein bisschen tiefer mit dieser Zeichentrickserie auseinandersetzt, also mit diesem Thema. Wer das Ganze nur so oberflächlich sieht, wird das nicht wissen. Ich meine, es gab auch von Rambo eine Zeichentrickserie und klar, kennen auch die wenigsten. Aber es hat auch so Karate Kid. So, Action Force, die neuen Helden, wo ich mich immer gefragt habe, ist es G.I. Joe oder ist es nicht G.I. Joe oder ist es was anderes als G.I. Joe? Fakt ist, diese Videokassette ist ab 16 Jahren. Man könnte jetzt meinen, da drin wird gemetzelt ohne Ende. Nö, das war halt damals so, ne, teilweise. Ja, sowas wie Ring Raiders und Action Force habe ich damals sehr, sehr, sehr oft auf eBay gesehen für ein Apple und ein Ei. Heutzutage sieht man da teilweise fast gar nichts mehr, leider. Und wenn man es mal günstig bekommt, kann man 10 bis 20 Euro zahlen. Manche wollen dann noch viel, viel mehr haben. Starcom habe ich auch noch ein paar Videokassetten. Da habe ich natürlich auch die DVD mittlerweile. Naja, eigentlich habe ich nur die eine Starcom. Eigentlich habe ich nur die eine Starcom-Videokassette. Da war ich doch gerade eben ein bisschen schon bei Mask. Bei Mask habe ich natürlich auch mir ein paar geholt aus Nostalgiegründen. Habe die Serie natürlich auch schon mehrfach in der Zeichentrickserien-Sammlung auf DVD, auf Blu-ray. Aber ich hatte hier auch noch ein bisschen Hoffnung. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht in alle reingeschaut, dass hier vielleicht noch der ein oder andere Mask-Spielzeug Clip vorne dran ist. Bei der einzigen, bei der es bisher getestet hatte, war es leider nicht so. Aber gut, ist ja so ein bisschen Glücksspiel. Na, und Mask. Zu Mask muss ich nichts mehr sagen. Mask war einfach geil damals. Ja, das habe ich früher auch geschaut. Peter Pan, der Anime. Da gibt es auch die ein oder andere Videokassette, die aber recht rar geworden sind. Das letzte hatte ich noch Folge 2 oder so, glaube ich, gesehen. Aber die wurde dann in so einem Konvolut verkauft. Und ich verstehe manche Leute nicht. Manche Leute auf eBay, die verkaufen so ein Konvolut mit, sagen wir mal, 20 bis 30 Videokassetten, wollen, keine Ahnung, 30 Euro für haben, 1 Euro pro Videokassette. Und schreibt mal sie dann an. Hey, verkauft ihr auch die, sag ich jetzt mal, Peter Pan Videokassette einzeln? Ich würde euch auch 5 Euro dafür geben plus Versand. Nö, nur zusammen. Was soll sowas? Gut. Naja, gut. Also ein Konvolut für 30. Ich hatte einmal was ersteigert. Hatte auch einer ein Konvolut, aber er hatte so nur 10 Videokassetten ungefähr gehabt. Und ich wollte nur eine Videokassette draus haben. Und ich hat dafür 2 Euro dann diese Videokassetten ersteigert. Ich habe ihm dann geschrieben, hier schickt mir einfach nur die eine Videokassette, mit den anderen kannst du machen, was du willst, weil jo, ist ja nicht so unbedingt wie bei DVDs, wenn hier erstmal so eine Kiste Videokassetten ankommt, ja, könnte man vielleicht ein Platzproblem bekommen. Und zu guter Letzt aus der ersten Reihe haben wir hier noch mein kleines Pony. Ja, mein kleines Pony, der Spielfilm allerdings. Und ja, da war ich noch sehr klein, als ich das damals geschaut hatte. Auch null Erinnerung, keine Ahnung. Aber ich habe vorhin mal kurz gesehen, dass Danny DeVito hat hier synchronisiert. Ne? Also bitte nicht ablästern. Scheinbar ist ja mein kleines Pony auch gar nicht mal so unerfolgreich gewesen. Sonst hätten sie es ja heutzutage nicht neu aufgelegt. Ne? Und da habe ich sogar schon gehört, es soll gar nicht mal so schlecht sein heutzutage, haben mir manche Eltern erzählt. Ich habe aber natürlich null da reingeschaut heutzutage. Und ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass es bei der Videokassette bleiben würde. Außer es kommt da irgendwie eine komplette Serie, der Original 80er Jahre Serie auf DVD raus. Würde sie mir wahrscheinlich zur Sammlungskomplettierung kaufen. Aus dem Jahr 1988 ist der Film. Man könnte dann annehmen, dass die Serie vorher veröffentlicht wurde. Meistens gab es ja früher sogar diese Zeichentrickserien, Filme nach der Serie. So, jetzt gehen wir ein bisschen hier rüber, schwingt ein bisschen die Kamera mit. So. Aber ich würde sagen, ich mache mal hier unten jetzt weiter.
dann haben wir nämlich das jetzt zum guten Schluss. Und zwar haben wir hier... Glück für euch. Mir fällt der Intro-Song nicht mehr ein. Und wir müssen es schieben. Aber einer hatte mich mal unter einem meiner Zeichentrickserien-Videos drauf aufmerksam gemacht. Ich habe dann bei YouTube mal geschaut und dachte, hey, okay, das kennst du auch. Ja, ich habe es nicht wirklich geschaut früher. Man kennt halt viele Intros auch so und weiß dann, um was es geht. Man kennt die Serie so, aber man hat es nicht wirklich geschaut, geschweige, dass man heute noch was drüber weiß. Und in diesem Fall ging es um die Bluffers. Ja, also eher auch noch was fürs ganz junge Alter. Ja, und Kult. Man muss natürlich auch unterscheiden, also lächerlicherweise unterscheide ich das immer gerne. Ich unterscheide immer zwischen, ja, keine Ahnung. Ich meine, man hat ja im Kindergarten schon Zeichentrickserien geschaut. Vieles kennt man ja aus dem Kindergarten. Aber bei sowas wie den absoluten Kult-Zeichentrickserien, dieses Mask, Masters of the Universe, Defenders of the Earth, Ghostbusters, She-Ra, was es da alles gab. Das war bei mir so in der Grundschule. Ja? Ich würde jetzt mal behaupten, so die 4 Jahre Grundschule, 3, 4 Jahre Grundschule. Ich weiß nicht, ob es schon im ersten Jahr gesehen hatte, zeitmäßig. Klar, nach der Grundschule gab es auch noch viele Zeichentrickserien, aber dann, da war schon die Tele-5-Zeit dann irgendwie so vorbei. Dann ging es dann eher so Richtung Real Ghostbusters und Batman und Captain Tsubasa und so ein Kram, was dann auf anderen Programmen lief, wie RTL oder Kabel 1, was es damals gab. Irgendwann gab es ja dann auch RTL 2, da lief dann auch eher so dann die Anime-Geschichten und sowas wie die Bluffers. Ja, Copyright 84 bis 87, könnte sein, dass ich die während im Kindergarten geschaut hatte. 1990, produced by, ja, weiß man natürlich heutzutage nicht mehr. Mich würde es echt interessieren, manchmal so rein aus Interesse, so als Statistikfreak, zu welchem Zeitpunkt meiner Kindheit ich welche Serien so geschaut hatte. Denn es ist einfach unglaublich. Ich meine, ihr kennt es, ihr seht in fast jedem Video einen Teil von meinem Zeichentrickserienregal im Hintergrund. Es ist einfach unglaublich, dass man ja im Prinzip... Keine Ahnung, lass mal. Ja. Man muss ja auch ich hatte ja noch eine Zwischenphase gehabt früher auf der Realschule, so ein paar Jahre, wo ich gar nichts geschaut habe, aus diversen Gründen, die ihr nicht kennt. Deswegen gibt es bei mir nicht viel von der Anzahl der Jahre her. Ne? Lass mal bis 13, 14 gewesen sein, wo ich regelmäßig was geguckt habe im Fernsehen. Und dass man dann all das hier noch in Erinnerung hat. Das finde ich persönlich schon krass, dass man noch all diese Erinnerungen hat, dass man weiß, hey, ja stimmt, das gab es früher im Fernsehen. Das sind übrigens die Tiny Toons. Ich rede mal wieder so viel Trash nebenbei, aber vielleicht interessiert es ja trotzdem den einen oder anderen. Ja, genau, wie gesagt, also dass man wirklich weiß, ey, A, das gab es früher im Fernsehen und B, davon habe ich mindestens mal 1, 2 Folgen geschaut, sonst würde ich das Ganze ja nicht kennen. Das finde ich schon richtig krass und es zeigt auch einfach, was für eine große Vielzahl und Variation an Zeichentrickserien damals in den verschiedenen Programmen überhaupt erst lief. Das kommt ja auch noch dazu. So, jetzt haben wir hier natürlich noch, leider nicht so gut, Dankenmaster. Ne? Dankenmaster, was ist denn Dankenmaster? Ja, das haben wir auch gefragt, aber gleichzeitig gefreut. Es ist im Land der fantastischen Drachen, aka Dungeons and Dragons. Weiß nicht, warum das Dankenmaster hieß, jetzt hier auf Videokassette. Ja, kennt ihr die noch? Aber es sind einige Episoden drauf. Und dementsprechend habe ich jetzt einige Episoden von der Serie auf Deutsch. Denn auf Deutsch gab es nur eine DVD mit 3 Episoden. Alles andere gibt es nur als Import. Hier oben steht es ja 75 Minuten, 85 Minuten, 75 Minuten. Hiervon, also von Dankenmaster, soll es auch noch ein paar andere Kassetten geben. Also wer da noch was hat... auch anschreiben, Leute. Schreibt mich an. Vielleicht gibt es sie irgendwie ansatzweise mal so viel wie möglich. So, und dann zu guter Letzt aus der Reihe hat mir der liebe Peter von Petendo mal, ich habe die, glaube ich, eingetauscht. Irgendwas hatte ich die eingetauscht. Eine original verpackte
Es war einmal das Leben Videokassette. Leider nicht die Videokassette mit der berühmten Skandalfolge. Aber die habe ich mir ja einzeln auf DVD noch geholt. Wer da nicht weiß, worum es geht, sucht mal auf meinem Kanal. Es war einmal das Leben. Da gab es so ein bisschen, ja, ein paar Problemchen mit einer Episode. Und Netflix hat die entsprechende Szene jetzt in dieser Episode auch stumm geschaltet. Kommen wir zur letzten Reihe der Videokassetten. Und ich weiß, ihr seht es wahrscheinlich hier. Masters of the Universe. He-Man. Ja, kommen wir gleich dazu. Aber ich würde sagen, wir tun erstmal rund um die Masters of the Universe hier ein bisschen aufräumen. Habe ich mir hier noch eigentlich ein interessantes Cover. Defenders of the Earth. Kalter Krieg, eine Episode. Ja. War auch eigentlich eine coole Serie, die man allerdings aufgrund von mangelndem Spielzeug bei uns halt nur im Fernsehen gesehen hat. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Viele Marketingabteilungen damals haben ihr Ziel erreicht. Im Prinzip würde ich jetzt mal behaupten, aus meiner Sicht, wie es bei mir ist, findet man doch diese Kultzeichentrickserien, die absoluten Top-Zeichentrickserien der Kindheit, sind doch die, mit dessen Spielzeug man auch wirklich gespielt hat. Masters of the Universe, Mask, Transformers, Turtles. Mit Abstrichen noch bei ein paar Leuten Ghostbusters, die Real Ghostbusters, da gab es ja auch was. Das sind so die Top 4, Top 5 Zeichentrickserien für die meisten der 80er Jahre, weil man damit spielen konnte. Es gab die Actionfiguren, man konnte A, seiner Fantasie freien Lauf lassen, ne? Mask, Fantasie ist ihre Stärke und vor allen Dingen, man konnte das ganze Zeug nachspielen oder weiterspielen als Kind. Man hatte seine Fantasie benutzt, man hatte nichts, man hatte die Figuren, die Fahrzeuge fertig, dann hat man gespielt. Damals konnte man selbst mit zwei Matchbox-Autos noch irgendwas Geiles spielen. Ich weiß nicht, ob die Kinder ab einem gewissen Alter heutzutage noch dazu bereit sind. Ich sehe es bei meinem Neffen, der ist jetzt, wird 4 nächstes Jahr, der ist jetzt 3,5. Er hat noch Fantasie in diesem jungen Alter. Aber ich bin mal gespannt, ab wann das dann sich ändert eventuell. Ich bin da überhaupt nicht auf dem laufenden Band. Wenn ihr Kinder daheim habt, wie läuft es mit euren Kindern? Wie ist das so? Tut ihr die so ein bisschen in die Richtung lenken, dass die auch ein bisschen spielen, sage ich mal, ein bisschen ihre Fantasie einbringen? Oder drückt ihr denen halt auch manchmal so ein Handy in die Hand oder ein Tablet? Gibt es auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben ein 3-jähriges Kind. Ja, hier hast du Tablet, guck Video an. Ne? Also finde ich eigentlich nicht den richtigen Weg. Klar, das Spielzeug war teuer für unsere Eltern, auch gut, aus heutiger Sicht war es billig, aber damals zu D-Mark-Zeiten war es halt auch richtig teuer teilweise. Ja, aber was haltet ihr von der These? Würdet ihr das auch sagen, dass die Zeichentrickserien, die man richtig geil findet, die waren, mit denen man früher auch mit Actionfiguren spielen konnte? Kommentarfunktion bitte nutzen. Machen wir weiter. Ich habe es auf Facebook gestern gesehen, da war wieder mal so eine Umfrage. Welche Ghostbusters fandet ihr besser? Die Real Ghostbusters oder die Filmation Ghostbusters? Und ich habe drunter geschrieben, ich habe so beide geschaut, aber den größeren Kultfaktor haben für mich die hier, die Filmation Ghostbusters. Ganz einfach, ich habe die vor den Real Ghostbusters gesehen. Sie liefen damals im Abendprogramm ab 20 Uhr auf Tele 5. Das fand ich damals auch krass. He-Man und die Ghostbusters. Abends ab 20 Uhr auf Tele 5. Da musste man eigentlich schon im Bett sein und musste jedes Mal drum betteln, dass man da überhaupt noch eine Folge sehen darf. Das war Grundschule damals, Leute. Huch, was ist denn das? Da hinten hat sich ja noch was versteckt. Das hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen. Ah, da muss ich ja hier doch nochmal was rausnehmen. Aha, ja, stimmt. Oh. Gut, dass das keine Sammleredition war. Hier habe ich ja noch was. Spider-Man. Stimmt, die haben da gar nicht mehr reingepasst. Die habe ich hinten dran versteckt. Spider-Man 5000, das ist die, ja. Ich glaube, Spider-Man 5000 war die Spider-Man-Serie im Stile von Spider-Man and His Amazing Friends, so von dem Zeichenstil. Spider-Man habe ich auch oft früher geschaut im Fernsehen. Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde. Wobei,
Bei dem hier ist, glaube ich, wirklich noch Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde dabei. Ist jetzt hier hinten auch abgebildet. Weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube ja. Bei irgendeiner Folge war ich mal voll überrascht, bei irgendeiner Kassette, weil da Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde dabei waren. So, jetzt stellen wir die erstmal wieder rein. So. Ja, stimmt. Aber da kommen wir auch noch bei den Marvel-DVDs dann dazu. So, dann fahren wir hier hinten. Oh, Leute, ich bin ein alter Sack, meine Beine, Alter. Für viele absoluter Kult. Kult, ich weiß nicht, ob ich es als Kult bezeichnen würde. Aber ich überlege gerade, Disney, komm, mach mal's kurz. Disneys Gummibärenbande, was sagt ihr zu Disneys Gummibärenbande? Ich habe gerade überlegt, ob es meine Lieblings-Disney-Serie früher war. Aber ich glaube, Captain Baloo habe ich öfter geguckt. Und Chip und Chap auch. DuckTales hätte man noch als Konkurrent. Gummibärenbande, aber wahrscheinlich eine der heißest herbeigesehnten Serien auf DVD. Aber da stellt sich Disney quer. Muss man mittlerweile leider sagen, dass man da Disney Plus abonnieren muss, wenn man die schauen möchte. Ja, aber Disney Plus wäre eigentlich auch mal ein Video wert, mal wieder. Hab mir auf jeden Fall die 4 Videokassetten noch besorgt. Serie habe ich auf Englisch, aber auf Englisch bin ich ganz ehrlich. Es gibt viele Leute in den sozialen Medien, oder allgemein auch unter den Filmsammlern, die sich Sachen im O-Ton anschauen, was ja absolut okay ist. Nur ich bin, und man wird dann gern so in so eine Ecke gestellt, ja, musst halt Englisch lernen, O-Ton ist eh das Beste. Ja, der Vorteil beim O-Ton ist halt, du hast halt deine Schauspieler eine Stimme, fertig. Na, bei unseren Synchronisationen kann es dann mal sein, dass du auf einmal einen Schauspieler hast, der wird dann von 2, 3 Leuten gesprochen oder der Synchronsprecher kann nicht mehr, dann wird es ersetzt, jetzt wie bei Stallone. Ist halt Müll. Aber, wenn ich mit diversen, wir sind ja bei Zeichentrickserien, wenn ich bei diversen Zeichentrickserien aufgewachsen bin, mit diversen Zeichentrickserien, von Kindheit auf, dann kenne ich die Stimmen. Gerade von den Serien, von den absoluten Kultserien, die man kennt, kenne ich die deutschen Stimmen. Und es ist für mich ein Muss, die dann auch auf Deutsch zu schauen. Klar könnte ich mir mittlerweile, heutzutage geht das ja alles auf DVD und so, Masters of the Universe in Englisch anschauen. Aber was habe ich davon? Das Einzige, was ich früher auf Englisch gesehen habe, das waren die Transformers Generation 1 Folgen auf Super Channel oder wie das damals hieß. Weil da liefen Folgen, die gab es auf Deutsch nicht. Auf Deutsch gab es nicht alles auf Deutsch. Ich glaube, da gab es wirklich nur, muss es wirklich nur die Episoden gegeben haben, die ich da auf DVD habe in Deutsch. Und da liefen auf dem Super Channel liefen Folgen, die kannte ich damals nicht. Vielleicht war es nicht so, ich habe es mir eingebildet. Fakt ist, es liefen Folgen, die gab es nicht im deutschen Fernsehen. Das hast du früher als Kind geguckt, obwohl du kein Wort verstanden hast. Transformers könnte ich mir dementsprechend noch auf Englisch anschauen. Ich habe mir auch schon damals, glaube ich, fast alles auf Englisch angeschaut. Aber sowas wie Masters of the Universe habe ich mir nie irgendwie in einer Art und Weise auf Englisch angeschaut. Warum sollte ich das tun? Es gibt natürlich Streitigkeiten bei Masters of the Universe, wenn wir jetzt einen schönen Übergang haben zu den Videokassetten. Tele-5-Synchronisation, Videokassetten-Synchronisation. Na, man muss natürlich fairerweise sagen, wenn man beides kennt, ist die Videokassetten-Synchronisation viel ernster und professioneller als die Tele-5-Synchronisation. Ich sage jetzt lieber nur Synchro. Aber ich habe viele Jahre auf diese Tele-5-Synchro geschworen, weil ich halt mit der aufgewachsen bin als Kind, sage ich mal, und nur die Serie in dieser Synchro kannte. Ich hatte zwischendrin, klar, mal hier und da eine Synchro gehört von diesen Videokassetten, aber selbst das war dann für mich so befremdlich, konnte ich mir nicht geben. Mittlerweile sage ich, ja, stimmt, professioneller, ernster, die Videokassetten-Synchro, würde ich auch bevorzugen, die komplette Serie dermaßen synchronisiert. Aber trotz allem, zur damaligen Zeit, als das alles so rauskam, auf DVD und so weiter, nee, dann schaue ich die Tele-5-Synchro. Die ist zwar nicht, aus heutiger Sicht nicht professionell oder so, weil mehrere Figuren spricht und so weiter, aber es ist halt cool, man ist damit aufgewachsen. Früher hat es uns doch auch nicht gejuckt.
Warum soll ich mir das Ganze jetzt auf Englisch anschauen, weil ich erwachsen bin? Ist so. Kommen wir zu Masters of the Universe. Von Masters of the Universe, ich weiß nicht, war das gefühlt die Serie, die am meisten irgendwie auf VHS vermarktet wurde. Wir haben hier große Plastikhüllen, kleine Papphüllen. Manche Titel gibt es mehrfach. Ja, und klar, ich muss aber auch sagen, als ich mich dann hier rangewagt habe, wie gesagt, an die Videokassetten-Synchro, das war wie die Serie neu zu erleben. Guckt euch mal dieses hässliche, diese hässlichen Armutscover hier an, Alter. Das sieht aus wie so ein Import, ey. Mit diesem dünnen Pappding da drumherum. Sehr hässlich. Ja, also ich habe die Folgen, die ich gesehen habe mit der Videosynchro, das war wie die Serie nochmal neu zu erleben. Und ja, die gab es früher schon, klar. Aber ganz ehrlich, will mir ernsthaft einer weismachen? Denn so ähnliche Stimmen habe ich auch vernommen in den sozialen Medien. Will mir ernsthaft einer weismachen? Wenn er Masters of the Universe als kleiner Bub in der Grundschule gesehen hat, dass ihm ernsthaft aufgefallen ist, dass auf Videokassette andere Stimmen waren als im Fernsehen? Und selbst wenn es jemandem aufgefallen ist, es kann ja durchaus sein, dass Leute sagen, ey, nee, das ist mir schon als Kind aufgefallen, dass ihr als Kind schon gesagt habt, die auf Videokassette ist viel professioneller, die gefällt mir viel besser, denn bei der anderen Serie, da spricht ja einer vier Figuren. Da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass man das als Kind gemerkt hat. Noch heute habe ich Zweifel an mir selber, weil es Serien gibt, sagen wir mal zum Beispiel wie Dino Riders, nur als Beispiel, die haben, du hast das früher gesehen, Starcom ist ein gutes Beispiel, Starcom auch. Du hast das früher im Fernsehen gesehen oder was weiß ich wo, geguckt, geil. Starcom hat übrigens auch geiles Spielzeug dafür, dass es nur 13 Episoden gab oder 11. Sehr, sehr wenige Episoden. 9, 10, 11 Episoden, wurscht. Du hast es geschaut, geil, neue Folge. Jeden Tag kam gefühlt eine Folge. Es wird angekündigt, ja, Starcom auf DVD, als Beispiel, nur als Beispiel. Geil, komplette Serie. 12 Episoden? Das soll die ganze Serie sein? 12 Episoden? Hast du es doch früher jeden Tag geguckt, einen Monat lang. Ja, so Serien gab es auch. Irgendwelche Serien mit ein paar Episoden, wo du jeden Tag geschaut hast, und letztendlich hat die Serie nur 12 Episoden gehabt. Und dann wollen mir manche erzählen, sie hätten damals als Kind schon den Unterschied gehabt zwischen Videokassetten-Synchro und Fernsehsynchro und haben auch noch entschieden, was davon geil war und was nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das eben schon reingehalten habe. Ich glaube nicht. So, das hier ist die bekannteste Reihe von Ocean Video. Hier variiert auch stark die Coverqualität. Manche sind, glaube ich, von diesen Eva-Comics so die Motive und manche sind aus, das erste war jetzt zum Beispiel natürlich aus der Serie. So, die noch, dann haben wir es gleich. Und ja, bei den Masters of the Universe Videokassetten, da hat mir die Neuanschaffung, wie gesagt, am meisten Spaß gemacht. Da wollte ich dann auch unbedingt so viele Folgen wie möglich mit der neuen Synchro anschauen. Aber was ich schon vor 10, 15 Jahren festgestellt hatte, auf den vielen, vielen, vielen Videokassetten gab es eine andere Synchro als auf der TV. Also als im TV. Und richtig auf die Fresse geflogen bin ich damals mit den Real Ghostbusters, also mit den echten Ghostbusters. Warum geht es hier nicht mehr rein? Da hatte ich mir auch Videokassetten geholt. Da gab es die, glaube ich, noch nicht auf DVD. Gab es noch nicht auf DVD. Und habe die dann angeschaut. Und dann haben die wirklich komplett auch andere Stimmen gehabt. Alle Ghostbusters. Unter anderem hier der eine hier von Colt von Saber Rider. Der eine war, glaube ich, Donatello von den Turtles. Ich habe echt gedacht, die wollen mich dafür albern. Das konnte ich mir 0,0 geben. Ähnlich wie bei Masters. Wenn man halt etwas kennt, jahrelang, ist es schwer, das abzulegen und sich für Neues zu öffnen. Ja, für Neues zu öffnen müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt, wenn ihr den Kanal abonniert. Im Gegenteil, ihr werdet vielleicht eher wieder
alte, schöne Sachen entdecken. Ansonsten bleibt einfach so dabei, es wird jetzt nach und nach immer mehr Overviews zu meinen Zeichentrickserien der 80er, 90er Jahre kommen. Ich habe mir noch nicht ganz überlegt, in welchem Art Format ich das hier jetzt dann an mich nehmen werde. Das werde ich spontan beim Drehen entscheiden, denn ihr wisst natürlich, 3 rappevolle Regale. Ich weiß auch, viele von euch wünschen sich lange Videos, aber die meisten eher nicht so. Also ich versuche da dann irgendwie so ein Mittelding zu finden, um alle Parteien da glücklich zu stimmen. Denn ich will jetzt auch nicht unbedingt Leute dazu zwingen, eine Stunde oder so jetzt hier sich das Zeug anzuschauen oder 2 Stunden. Also ich muss echt gucken, wie ich da vorankomme dann, wenn ich am Drehen bin. Ihr seht es ja jetzt auch an diesem Video, man kriegt hier eine halbe Stunde voll, weil man sich einfach totlabert an irgendeinen gewissen Punkten. Für den einen oder anderen macht das nichts aus, er freut sich sogar drüber, andere wollen dann einfach nur die Serien schnell gesehen, abgerattert, aber dazu bin ich nicht der Typ. Gerade bei so alten Sachen, da kommen dann allen immer noch so ein paar Geistesblitze, ein paar Erinnerungen und da möchte ich auch gern drüber erzählen. Die Leute, die mich jetzt hier schon jahrelang treu verfolgen, die wissen das und ich denke mal, denen macht das auch nichts aus. Und wer halt neu dabei ist, Leute, so bin ich halt. Ich schwelge dann gerne in Erinnerung bei so alten Sachen, erzähle so ein paar Kindergeschichten und vielleicht seid ihr ja in meinem Alter, 80er Jahrgänge oder so um den Dreh und dann werdet ihr wissen, warum das so ist. Allen anderen wünsche ich trotzdem viel Spaß bei den kommenden Videos und ich würde mal sagen, ich mache mich jetzt ans Hochladen. Ciao, ciao.